Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Raumjäger. So, ich habe nur gedacht, ich mache mal wieder Raumjäger. Allein schon, weil Admiral es ja eine neue Benson, der Map Moment, gibt. Ich in weiß gar dem wir nicht, den ob die Feind jetzt gerade im Spiel endgültig ist. demoralisieren, ist Ich habe die auch gekommen. schon mal gespielt Bereit ohne machen für euch. einen Ja, ich bin direkten böse. Angriff. Die Ziele, die in eurer Ja. Anzeige markiert sind, können euch einen Vorteil Spiel der verschaffen. eine Deathmatch-Map? Das Primärziel ist aber das Ausschalten feindlicher Ja, Jäger. anscheinend. Zeigt keine Gnade Ich und habe die Map auch erlegt schon den mehrmals Krieg gespielt. für Ich muss das sagen, so besonders ist Imperium. die jetzt auch nicht. Das ist halt ein Deathmatch-Map, wie ihr wisst, ich mag die ja alle nicht. Ich habe auch vorhin gerade schon zweimal gespielt, habe gedacht, lohnt sich jetzt nicht aufzunehmen. Hat sich aber dann doch gelohnt, weil, ja, sind doch gute Runden gewonnen. Also ich habe jetzt zweimal gewonnen, mir ein paar zerlegte Komponenten geholt. Ich weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile für die Quests gibt. Oder wie viel es mittlerweile hierfür überhaupt gibt. Kann ich jetzt leider so gesehen nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch drin steht. Oben habe ich auch abgeschlossen, wie man sieht. 25. Okay, für den Sieg waren 25 anscheinend. Hallo zusammen. Oh, ich habe den Gegenstand nicht ausgeblendet, ich Idiot, ey. Auch wenn es so gesehen egal ist, aber stört mich halt einfach. Jetzt war das schon immer so laut. Ich muss das gerade mal ein bisschen leiser machen auf den Kopfhörern. Das ist ganz schön laut irgendwie. Warum trifft der denn schon wieder? Ne, ich jetzt trifft er. Ich will direkt einen Kill machen, komm. 1 zu 1 steht es derzeit. Hat er jetzt schon wieder so schnell abgehauen hier. Sieht er eigentlich schneller auf, wenn ich so mache? Ja, so sieht er schneller auf, okay. Sie sind zu nah dran. Das ist gut zu wissen. Das sah schmerzhaft aus. Das Ding haben wir jetzt mal direkt kaputt, denn das geht mir auf die Nerven. Hey, was ist das jetzt bitte? Rumpfbruch! Was war denn das jetzt bitte? Okay, ob das jetzt ein Bug war, weiß ich nicht. Heute war der Server sowieso ganz schön viel verbuggt. Als ich heute einloggen wollte, kam einfach mal eine Meldung, dass der Server voll ist. Was aber gar nicht stimmte. Oh, guck mal, hier eine Hyperraumboje. Also, was BioWare schon wieder den Servern kaputt gemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich konnte mich einfach nicht einloggen. Ich musste da so ein bisschen. Ich habe da dann wirklich auf den Server beitreten-Button. Jetzt ergibt er, wie auch immer der heißt. Wirklich drauf gespammt. Also, ich habe da wirklich dann mit der Maus 10 Millionen, 100.000 Mal mit mindestens draufgeklickt. Und dann irgendwann war ich dann doch im Spiel drin. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, wie ich das geschafft habe. Ich war übrigens auf Platz 102 von der Warteschlange, Vorsicht! die es nicht gibt. Also das war wieder Mein typisch Nacken! Star Wars, macht mal wieder schön die Server kaputt. Gut, BioWare, macht die toll. Ah! Rumpfbruch! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, und schon steht der Gegner mich wieder vorne. Toll. Ich will aber hier spawnen, bitte. Wahrscheinlich, die Boje ist weg. Ich weiß gar nicht, ob die eine begrenzte Zeit da sind oder ob man da warten muss, bis halt ein Gegner die zerschießt. Was heißt warten? Ob die halt da sind, bis ein Gegner die zerschießt. So, und jetzt haben wir nämlich schon wieder drum, die müssen schon wieder nicht mehr führen. Heute ist übrigens auch Nikolaus an dem Tag, wo ich aufnehme. Könnt ihr mal schreiben, was ihr in den Schuhen gefunden habt? Fuck. Ja, ich habe mich jetzt gerade gekratzt, deswegen konnte ich gerade nicht die Maus anfassen. Weil zwei Sachen gleichzeitig machen, das geht normalerweise nicht. Das sah schmerzhaft aus. Sie sind zu Ach nah dran. man, warum kriege ich eigentlich hier nie Kills in dem Spiel? Ist das schon mal aufgefallen? Kurz bevor ich einen Kill mache, ist meine Munition immer alle. Das Schiff fällt auseinander. Und ich sterbe jetzt hier wieder. Das kann nicht sein. Da fange ich jetzt wieder an aufzunehmen und zeigt man, sterbe ich wieder die ganze Zeit. War da eine Boje? Scheiße, habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht gesehen jetzt. Ach, doof, dass er nicht irgendwie automatisch anwählt. Jetzt aber kaum nehme ich jetzt wieder auf, schon verlieren wir wieder. Ey, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich gedacht, die Runde echt nicht mehr aufnehmen. Gerade eben habe ich zwei Runden Deathmatch gewonnen. Na gut, lag jetzt zwar nicht an mir, sondern an den anderen. Aber jetzt plötzlich verlieren wir die ganze Zeit. Jetzt treffe ich den wieder nicht. Ey, Dankeschön, hau wieder ab hier. Komm. Komm, ich will zumindest einmal Schaden machen. Flügel gestürzt. Ja, gut, einmal. Sind getroffen. Die einmal sind jetzt ja erreicht. Mehr geht ja anscheinend nicht, wenn ich aufnehme. Oh, fuck, das ist eine Suchmine. Ich hasse diese Dinge. Geht mir auf die Nerven. Genau deswegen geht es mir auf die Nerven. Weil wieder dieses typische Geräusch kommt, weil ich hier so hasse. Ihr wisst es ja alle. Wer ist heute gerade online? Ja, mitten im Raumjägerspiel erstmal auf die Freundesliste schauen. Das ist natürlich sehr klar. Das sah schmerzhaft aus.
wusste gar nicht, dass das jetzt die Energie auch schneller auflädt, wenn man das Ding, wenn man den Schub da aktiv hat, hier F3. Ich dachte mal, dann kann man nur schneller fliegen oder es geht schneller, langsamer runter. Was noch schnell auflädt, wusste ich gar nicht. Wenn das andere jetzt aber zutrifft. Mit dem schneller fliegen oder langsamer runtergehen. Das ist echt eine nice Sache. Scheiße, warum sind wir ja keine Gegner in der Nähe? Alle sind so weit weg hier. Alle sind hier mindestens 30 Kilometer weg. Flügel gestürzt! Hat der das alle gar nicht umgemacht? Nee. Gab aber keine Meldung. Oh, ich hasse dieses Drehen. Warum kann ich mehr so langsam drehen? Oder die Gegner wieder gar nicht treffen. So, Star Wars 8 übrigens. Kommt ja am fast 14. raus. In den Kinos. Ich habe den auf jeden Fall auch anschauen, eigentlich nicht direkt am Release, sondern halt bei ungefähr so zwischen Weihnachten und Silvester. Silvester Special wird es übrigens auf meinem Kanal auch wieder geben. Also Flotte und Weihnachten, Lebensfest-Event soll es auf jeden Fall geben, genauso wie Feuerwerk auf der Festung. Ich muss auch gucken, ob ich noch ein paar Feuerwerke bekomme. Werde auf jeden Fall auch nochmal einen Freunde-Link anklicken, um mir noch ein bisschen anderen Schrott hier im Handelsmarkt zu kaufen. Ja, das mit den Servern, das habe ich eh nicht verstanden. Das dauert aber wieder die Server schön kaputt gemacht. Ich meine, das hatte ich noch nie. Ich habe noch nie in diesem Spiel eine Warteschlange gehabt. Und dann auch noch auf Platz 102. Lustiger war, als ich reingejoint bin, war ich auf Platz 62 oder so. Und dann bin ich einfach auf Platz 102 gerutscht. Weil ich einmal ganz kurz rausgegangen bin. Und ich bin auch so die ganze Zeit irgendwie nach hinten gerutscht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, ich habe das Spiel nicht programmiert. Aber das gibt auf jeden Fall ziemlich auf die Nerven. Vor allem, weil auf der Server-Statusseite stand Bevölkerung niedrig. Das heißt, er kann gar nicht voll sein. Und vor allem für den Server ist es sowieso unrealistisch. Da ich nicht glaube, dass hier so viele Spieler das Spiel spielen. Ich meine, damals soll sowas Alltag gewesen sein, obwohl es damals viel mehr Server in dem Spiel gab. Ich meine, damals gab es über 100 Server, glaube ich. Ganz damals. Das weiß ich aber nicht genau. Da möchte ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, allein schon, weil dann Fliegennetz vor ist. Fuck ey, warum verlieren wir jetzt hier schon wieder, ey? Die ganze Zeit hier nicht aufgenommen und gewonnen, dann aufnehmen und dann verlieren. Wahrscheinlich glaubt ihr mir gar nicht, dass ich die ganze Zeit jetzt gewonnen habe, weil ich jetzt hier schon wieder so abkacke hier. Der trifft doch mal! Ich hab mal wieder die falsche Zelle drin. Vorsicht! Also auf. Hä? Was ist das? Ich kann schon wieder nicht steuern, was ist das? Warum kann ich andauernd nicht steuern hier? Wisst ihr zufällig, was das ist? Ich meine, warum kann ich denn einfach die ganze Zeit nicht steuern? Jetzt bin ich sicher, dass ich die Maus bewege. Ich habe es so gemacht und der hat sich nicht bewegt. Die bestimmt mal aufnehmen. So, weil ich aufnehme. So, ich würde sagen, zwei Runden mache ich heute, dann haben wir die Folge wieder zurück. Ich habe übrigens auch eine Idee, was ich in der 800. Folge mache. Es gibt ja viele YouTuber, die machen dann irgendwann solche Videos, wie ich reagiere auf meine alten. Und genauso habe ich das, sowas habe ich auch in der 800. Folge vor. Der 1000 natürlich nicht, sondern ich werde mir einfach irgendwelche älteren Folgen raussuchen, erst recht so TS-PvP, das wird auch lustig. Will ich mir das alte mal anschauen und ja, ich habe das letzte auch gerade mal angeschaut, ich habe mich einfach nur schlapp gelacht. Jetzt nicht, weil es so bescheuert war, sondern einfach nur, weil es so dumm war. Wenn man sich ein eigenes Video anschaut, was ein halbes Jahr alt ist, ja gut, das TS-PvP ist ja glaube ich sogar ein halbes Jahr schon alt. Ich weiß gar nicht, wann habe ich damit angefangen, weiß ich gar nicht mehr. Das war damals bei der Schleier-Quest, ne? Das war heftig. Die erste Folge TSPVG kam sogar, habe ich sogar direkt nach der Schleierquest gemacht. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber da kann ich jetzt auch täuschen, da sage ich jetzt mal nichts zu. Aber soweit ich mich erinnere, war das an dem Tag. Bei der Schleierquest. Und die tausendste Folge wird dieses Jahr sowieso nicht mehr erreicht werden, das kann ich euch schon mal versprechen, denn ja gut, 200 Folgen jetzt hier noch nachzumachen, beziehungsweise über 200. Innerhalb eines halben Monats, das wird schwierig. Wenn das ganze Monat heute ist, ungefähr das Nikolaus, der 6. Ich habe fast noch einen Monat Zeit. In der Woche beginnt das Lebensfest. Um 12 beginnt auch das Lebensfest. Ach stimmt, die Woche ist ja 7 Tage, stimmt ja. Nee, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Vergesst es einfach. Die Woche ist 7 Tage. Ich habe übrigens auch heute endlich mal alle möglichen Yokav-Quests geschafft. Also die 20 Kartellmünzen noch dafür bekommen. Hier aufrufen natürlich wieder nicht. Die letzte Quest, die mir jetzt noch gefehlt hat, war das mit den Kolostruinen. Da habe ich jetzt einfach mal eine Gruppe zugesucht, die jetzt einfach auch mal gemacht.
habe ich jetzt die 20 Kartellmünzen dafür bekommen, dass ich alle Quests gemacht habe. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass man dafür zwingend einen zweiten Charakter braucht, weil irgendwie, ich habe diese anderen Quests nie bekommen. Im anderen Charakter, da gab es dann noch solche Sachen wie, dass ich auf der gegnerischen Seite diese Laserteile anmachen muss. Ich glaube, sowas hatten wir nie gehabt. Vielleicht noch an den Kolostruinen erinnert. Also der hat glaube ich 8 Millionen Leben oder so, den muss man halt besiegen. Gut, dass man sich Raketenwerfer übrigens kauft, das habe ich rausgefunden. Weil damit kann man so ein Ding ziemlich schnell down kriegen. Ich würde sagen, mit der Gruppe, die der ich war, hatten wir in 5 Sekunden down. Wir machen uns hier die Mühe, holen uns hier, versuchen ja Heilern alles wirklich zu finden, habt ihr ernsthaft in 5 Sekunden down gehabt. Habe ich schon gelacht, aber ich habe leider nicht aufgenommen. Nee, da will ich jetzt eigentlich nicht reinschauen. Mann, warum verkacken wir jetzt hier wieder, ey? Mann, komm. Nächste Runde ist bitte die Yokav-Map oder eine Satelliten-Map. Ich hab keinen Bock auf die ganzen Deathmatch-Karten hier. Wer wählt die aus? Wer wählt die aus? Ja, aber nur eine Runde und dann ist halt auf Schluss, habe ich auch keinen Bock mehr. So, mach die Dinger dann kaputt. Was kommt denn da nur schon wieder alles auf mich zu, ey? Das war heftig. Wieder das typische Problem, ich kann einen Gegner mal wieder nicht anvisieren, dann sterbe ich. Toll. Wow, drei Gegner brauchen die Gegner noch. Ich muss so gesehen, ist ja gar nicht mal falsch, aber hört sich scheiße an. Also drei von uns müssen die Gegner noch besiegen, sagen wir es mal so. Das hat hoffentlich auch nicht passiert, aber 3 Minuten schaffen wir glaube ich eh nicht. Die Restzeit da oben. Das sah schmerzhaft aus. Sind getroffen! Tief durchatmen. Wir werden aufgerieben. Ja gut, das haben wir sowieso verkackt. Ich war glaube ich der Letzte, der jetzt gerade gestorben ist. Was habe ich? 3 Medaillen. Toll. Jetzt haben wir 2 Runden davor gewonnen. Jetzt werde ich Quetzal kacken. Toll. Aber dafür 10.000 Credits. Die kann man immer gebrauchen. Gut, dann raus hier. Ich hoffe, manchmal bin ich schon wieder voll. So, da bin ich nochmal ganz kurz. Habe jetzt übrigens auch hier die wöchentliche geschafft. Gibt 90 Flottenauszeichnungen, 50 zerlegte Komponenten unter die noch den Standardkram. Wie viel habe ich jetzt bekommen davon? Von den zerlegten Komponenten für ein verlorenes Spiel. Dafür gibt es genau... Wo ist es? Na komm, wo ist es denn jetzt? Ist nicht mehr für ein Spiel gelistet. Hier, 10 nur. Oh. Wie viel habe ich jetzt halt davon? Achso, hier steht es ja nicht mehr. Hier ist es 197, weil es nur so wenig kommt. Irgendwie haben wir irgendwie vor, dass ich schon mehr hätte. Ich finde es irgendwie so ein bisschen unnötig, dass sie jetzt als Gegenstand im Inventar sind. Ich hätte es ja immer noch hier gemacht und halt so wie hier die Kommandotokens gemacht. Aber Star Wars hat es mal wieder nicht ordentlich hinbekommen. Egal. Nächste Runde. So, neue Runde, letzte Runde für die heutige Folge. Leider nicht die neue Map, aber eine Satelliten-Map. Und es geht schon los, fuck. Satellit verloren. Geht ja schon gut los. Und warum geht das schon los? Ich habe direkt auf Join gedrückt. Tief durchatmen. Aber wir haben wieder schön verloren. Sie sind zu nah dran. Oh, fuck you. Rumpfbruch. Alter, die Maus heute mal wieder, ey. Verlieren Deflektoren. Was ist das denn schon wieder, ey? Ich habe noch nicht mal einen Schuss gemacht und bin schon tot. Satellit verloren. Okay, das ist schon wieder gut los hier. Kann ich, glaube ich, da löschen die Folge? Nee, kann ich nicht, weil ich muss hier irgendwie. Ich muss ja wieder irgendwie eine neue Folge bringen. Kommt ja jeden Tag der... Guck mal, der Echo. Der Name. Und kommt ja jeden Tag eine Folge vom Adventskalender. Wenn ihr euch übrigens wundert, warum die Folgen manchmal so seltsam enden. Irgendwie, ich weiß ja nicht, selber nicht, woran es liegt. Ist halt einfach so. Ich kann es auch irgendwie nicht ändern. Ey, der trifft doch mal. Das sah schmerzhaft aus. Problem gelöst. Jawohl, ein Kill gemacht. Ich habe ein Kill gemacht. Kriegt das Ding jetzt natürlich wieder nicht. Wo ist denn jetzt hier noch einer? Irgendwo muss hier noch ein Spieler sein. Wo ist denn jetzt hier noch einer? Seh den Mann. Mal X hier, wenn ich die Taste treffen würde. Da. Jetzt sehe ich ihn. Klappt auf einmal.
Satellit eingenommen. So, C haben wir. Schon mal nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn ja auch gleich wieder verlieren werden. Kommen jetzt hier das erste Geschütz, okay. Jetzt war sogar gesehen, aber jetzt nicht das Geschütz, aber das Geschütz auf jeden Fall da. Da unten ist es. Ja, ich glaube, ich muss hier, ich gehe mal weg. Geht doch sowieso nicht, das eine Geschütz, wenn wir die anderen nicht kriegen. Kann das sein, dass das wirklich gar nicht so ist? Alter, nee, 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 nee. Ich hau hier gleich Abschuss. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Fuck, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich wollte doch eigentlich zum A. Hier wollte ich hin. Bin irgendwie total seltsam geflogen, hab mich dann verirrt. Eindeutig. Eindeutig verlaufen. Okay, ja, damit komm, komm, komm. Hol ihn dir, hol ihn dir. Wir haben Satellitenzugriff. Festhalten! Ich leuchte immer noch grün, warum? Ne? Eigentlich haben wir den ja schon. Jetzt habe ich aufgehört zu leuchten. Das war heftig. Dann kann man das Interface ausblenden. Achtung, Rakete! Warum auch immer Y? Rumpfbruch! Jetzt hör mal auf mit deinen scheiß Raketen hier. Wie viele Raketen kommen denn jetzt hier wieder auf mich zu, Alter? Ey, ich hasse eure scheiß Raketen. Ich hasse sie. Schnell hier rein. C ist auch, wird auch gerade angegriffen. Sind da zumindest Leute, die ihn bewachen? Gut, dass ich immer wieder nicht treffe. Das ist scheiße aber mit dem Scheißantrieb. Ich kann ihn nicht ausschalten. Wenn ich den ausschalte, dann kann ich nicht mehr ordentlich drehen. Ich drehe so schon langsam. Oh, scheiße, C haben wir verloren. C haben wir verloren, das ist doch wieder super. Auf die Karte schauen. So, da. Hier ist ziemlich voll. Dann würde ich sagen, gehe ich mal zu C. Hier rumzustehen bringt das auch nichts. Hier sind so viele Leute, hier bringt mir auch nichts, hier rumzustehen. Wehe, hier holt mich jetzt gleich wieder runter. Boah, Alter, was ist denn hier alles los? Problem gelöst! Rumpfbruch! Habe ich das Ding immer noch getötet? Das C4 habe ich jetzt allen Ernstes nicht getötet. Ich dachte schon, ich hätte das Ding jetzt getötet. Was ist doch das hier? Was ist dieses Dreieck dafür Zeichen? Soll das irgendwas bedeuten? Ah, verlieren wir auch gleich wieder. Toll. Super! Juhu! Kaum nehme ich auf und schon verkacken wir wieder. Ich liebe es. Man schafft es ja nicht mal hier einen Punkt zu deffen und mal anzusagen, wenn mal was kommt. Ich ja sogar nicht so hin. Bitte, welche? Bin ich? Hä? Was war das jetzt bitte? Was für Zeichen? Keine Mitwirkung. Was klicken? Klicken für. Votum zum Rauswurf. Was ist das überhaupt für ein Wort? Aber das mache ich natürlich jetzt nicht, weil das ist manchmal auch, weil du halt nicht kämpfen kannst. Oder weil die wieder alle abhauen. Das habe ich schon sehr oft gehabt bei dem Scheiß, du wirkst nicht mit. So einen Schwachsinn mache ich auch nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht versichtlich wirklich drauf geklickt und da wird ein Vot gestartet.
Das sah schmerzhaft aus. Du hast eigentlich bei so einem Scheiß auch noch nie rausgeworfen, außer in Flashpoints. Rumpfbruch! Aber noch wieder, aber das war auch nur, weil da wirklich irgendwelche Idioten drin waren, die ja wieder alles für sich alleine haben wollten. Das war noch da, ganz damals, da hatte ich noch gar nicht, der existierte Charakter noch gar nicht. Dass ich damals auch Quad Drive Yard gefarmt habe, das daran erinnere ich mich noch zu 55er Zeiten, um halt die EP zusammenzukriegen. Da haben die Leute manchmal echt den Endboss nicht hinbekommen. Und nur weil ich dann nicht Slash verneigen in den Chat eingegeben habe, sind mich dann rausgeschmissen. Das waren dann irgendwelche Trottel, die einfach nichts hinbekommen. Die haben dann direkt auch auf die Ignorierenliste gesetzt. Und wenn Leute wieder nicht aufpassen können, dann ist das ihr eigenes Problem. Der Feind hat fast vollständig die Kontrolle übernommen. Das ist ein anderes Thema. Wir brauchen diese Satelliten. Dann nochmal zum Thema Specials. Also diese Folge, also dieses Jahr wird ja wie gesagt nicht kein Dings mehr kommen, also auch kein. Keine tausendste Folge, aber auf jeden Fall hier Feuerwerk auf der Flotte, Feuerwerk in der Festung wird kommen. Ich darf wieder an dem Silvestertag hochladen, beziehungsweise veröffentlichen, hochladen wird es ja schon wahrscheinlich schon vorher. Und ja, mal gucken, was dann so kommt. Das Schiff leckt! Sind getroffen! Gucken, wie es dieses Jahr auf der Flotte aussehen wird. Ich denke mal, wird das Schiff wieder ein bisschen voller sein als letztes Jahr davor. Tot. Warum töte ich das dumme Viech eigentlich nicht? Warum töte ich das dumme Viech eigentlich immer zuerst? Die Republik hat die Satelliten ja, aktiviert. Wir müssen uns zurückziehen. Vier Medaillen. Ich wiederhole, Rückzug. Ich kann mich gar nicht dran erinnern mehr. Und nur 9000 Schaden, Alter. Scheiße. Und 94 fürs Ziel gearbeitet. 39. Trefferquote. Okay, das war jetzt nicht prozentual. Wow. 39% anscheinend. Das wird ja online, offline, das finde ich immer so krass, wenn dann plötzlich ein Message steht online, dann wieder offline. Dann wieder online. Okay, würde ich sagen, das war es erstmal bei dieser Scheißfolge. Dann nächste Folge werde ich dann mal wieder gucken, ob dann die neue Map drankommt. Bis bald.